Ja, da kommt die Frage auf, wer ist das? Das, liebe Freunde, ist Patrick Leonard, High Stakes Regular, aka Pets on Poker, ganz bekannter Poker-Coach. Und letztes Jahr hat er sich unter anderem den Player of the Series Award bei der WCUP geholt. Also ein ganz, ganz starker Spieler und vor allem bekannt für seine Power Jams. Also erwartet auf jeden Fall, dass der hier sich nicht zurückhält. Spielt normalerweise auch ein bisschen höher, würde ich sagen. Aber ein ganz, ganz cooler Typ. Und ich freue mich natürlich jetzt, dass wir hier so einen tollen Starttisch haben. Und es wird auch schon ordentlich gesprochen. Also die Atmosphäre scheint gut zu sein. Make this a little streaming feature table. I don't know. Und ich finde es geil. Mal gucken, ob Pets jetzt gleich auch noch sagt, hier, da gucken wir mal rein. Let's put a show on. Oh yes, baby. Und der nächste Kreuz, König geht rein. Und Felix. Felix trifft hinten raus den König. What can I do? Can't fold for a thousand on the turn. Und wir gewinnen die erste Hand gegen Pets. Bin ich bei dir. So, Pets hier wieder. Nächste Hand. Der fackelt nicht lange. 500 gehen rein. Das Board ist relativ unspektakulär. Unconnected. Bube 3-6. Nur wenige Straßen möglich. Karo 8. Boah. Backdoor-mäßig kann da was passieren. Beide Spieler checken ganz schnell. Und die Herz 5 ändert wenig. Und da sehen wir den Power-Jam von Patsy, der hier schon geführt virtuell All-In geht. Ja. Ai, caramba. Man kennt ihn. Den Power Jam von Pets. Okay. Das war Hupsi. Ja, so schnell kann es laufen. Okay, er ist zum Glück noch nicht ganz vom Tisch, aber sein Gegner hat er wahrscheinlich all in gesetzt. Team Stack oder weg bei Pets. I'm not looking. I know he's so tight that I can even get it. I'm gonna need this. Just, if he goes all in, I'm out. Sehr entspannt, mal so ein bisschen gequatscht am Tisch zu haben, oder? Das hatten wir doch gar nicht wirklich. Das ist halt das Gute. Ich habe vorhin auch Pets ein, zwei Mal gesehen, als er im High Roller war. Da ist er dann auch ein bisschen ruhiger natürlich. Aber hier steht der Spaß noch im Vordergrund. So. Oh, I made it. 18. Oh, I thought I made it 400. Okay, I have so much. I thought they were 25, so I don't know why. Wow. Check. Felix hat gesagt, er hat noch nicht geguckt. 7-7 Deuce auf jeden Fall am Flop. Ich habe gerade 200 gesetzt. Ich habe geguckt. I'm checking the turn so I can bluff the river. No. Oh, you raised? Oh, sorry, I thought you put it all in. No, I'm just calling. No. I raised, I just wanted to call. Didn't want to. You know. If he has a 7, I'm ripping it up. See, I didn't look. You can check the camera. I didn't look at my hand. If they ban me, I don't care. I'm ripping this card up. I promise. I promise. I haven't looked. You can check the camera. You want to turn it over? No, you. Okay. Oh, that's us. Is it? Ace 2 is the new nut. I didn't look. See? You're not Ace 2, but Pets auch immer noch out. Come on. 3. Ah, come on. GG an Pets. I didn't even see it. Dude, I just tried my best to W up, man. It was a pleasure playing with you. Okay. GG. Schade, schade. Not anymore. Not anymore. Thank you. Check the footage. I didn't look at my cards. Serious. I'm serious. This is one of the kann das nicht. Warum macht er das? They can roll back. Wir spielen Hand. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel drin lag.
Sieht irgendwie nach 200.000 aus oder so. 7, 10, 10, zweimal Herz. Sind wir in Position? Wir sind, oder? Und das sind, glaube ich, 1.600. Ich glaube, da unten spielt noch jemand. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, wir sind zu dritt, oder? Nicht zu zweit. Ich weiß es aber auch nicht genau. Felix. Also sind sie nur zu zweit, oder? Karo Dame. Spannend. Felix spielt natürlich Dame 10. Oder Zehner. Die müssen ja auch mal irgendwann was können. Bet 5.600. It's just not some random. Ruhe, das ist spannend. I don't think so. I don't think anything weird from this spot. Yeah. I know it won a lot of people. He's doing well and then he lost the races. Alles. Nein, fast alles. Felix lässt sich so, so dieses Blindgedöns hinterher. Ja, deswegen hier nicht nur. Und Call und wir haben, was haben wir? Wir haben 9, 10 für 10er. Und was haben wir da beim Kollegen? Haben wir, was haben wir? Beim Kollegen haben wir, was haben wir? Was haben wir beim anderen? Scheiße, Mann, Wolf, spannt sich so lange auf die Folter. Was haben wir denn bei dem anderen? Wir werden es nie erfahren, meine Damen und Herren. Hä? Was ist passiert? Ach, er hat auch noch was hintergelassen. I have 10-7. Ach so. This, the hand is still alive, right? Yeah, of only yeah. Passive action or is... Ach, Schneiders. Der Profi hat zugeschlagen. Hallo, Dimitri. No, I mean, it could be dead, you know. Göremedik hani sizin flow'a bak. Burayla asas vurdu da galiba. Yapapaz topaz diye asas var. Oyuna gitti yani. Üçe katlayacağımız parayı katlayamadım. I mean, basically he made a mistake by opening his card too early, right? That's what I understand. Yeah, exactly. So you open the card on the turn? Yeah. Yes. Yeah. Turn. Okay, so basically you have a big disadvantage because he knows what you are playing with. So yeah, technically you have all your options. Okay. Yeah. So I can bet, I can... Yeah. So you can win. Okay, I check. Und die Karten sind weg. Der Pott geht zu uns. Scheißegal, was passiert ist, oder? Der Felix wollte es nur spannend machen, Leute. Das ist alles. Yeah, yeah. It's deserved. It's deserved. Noch ein All-In. Eieiei. Felix möchte einen Count.
Das hat er hingekriegt mit MS Tiramisu. Wunderbar. Nach Level 14, 40 Minuten. Hä? 4 Bullets in 20k? Ja. Passiert mal. Es war wahrscheinlich ein Unlimited Re-Entry-Turnier. Da kann man schon mal mehrere Bullets feuern. Wir sind ja auch schon auf der 4. Bullet im Main Event. Die Dame rechts von uns ist auf der 7. Bullet. Und maximal wären bis heute schon 10 Bullets möglich gewesen. So, Felix called auf Bube 9-7. So, was haben wir? 18, gefloppte Straße. Even with the spades, holy shit. Mit Spades dazu, Bube 10 und bei Felix 7-9. Okay, that's not good. That's a pretty fun run out actually. 3-way chop pot. I have not seen this. Er versteht die Welt nicht mehr mit Bube 10. This is crazy. Ja, du kannst dich freuen, du warst ja schon so weit hinten. Ich werde es nicht singen. Ich werde es nicht singen. Everything, like you have it all, like. Come on. You must have been like 80% favorite or something. Wow. Er hat einfach, er hat die Straße gefloppt, plus hat noch den Flush. Yeah, we will definitely make a clip of that. You can be sure of that. For me, cool. Cool. Bonne chance. So, jetzt müssen wir mal gucken hier, die Kabellagen, die 3, Nummer 3. Perfekt. Ist das gut mit dem Telefon? Perfekt, ja. Hallo ihr Lieben. Guck mal, wer da ist, der liebe Sepp. Was geht? Was geht? Puh, was geht? Was geht? Eigentlich immer um Starting, dann mal runter, dann mal wieder auf 40 rauf und dann bin ich recht schnell raus und dann re-enter mit 20, 25 Big Blinds und dann war immer eigentlich sehr, sehr wenig losgegangen und dann hat es eigentlich gestartet, indem ich Ass 10 gegen Ass 9 gewonnen habe und dann bin ich rauf auf 140 und dann bin ich so 50 vor dem Geld, bin ich auf 50k runter, auf 10 Big Blinds. Dann habe ich halt einen riesen Hero Call gemacht. Und das, ich glaube, Jessica soll in. Ja. Oh, Dame. Jessie braucht die Dame. Oh. Gegen Jackies. Oh, oh. Nine for a sweat. Oh. Oha. Sweat. Sweaty ist das. Ah. GG. GG an Jessica Teusel. See you later. Da machst du nix. Ja, und. Welcome to the world famous Bubble Coverage mit Wolfie und Kojak. This is the Stone Bubble, the EPT Main Event. No, EPT Eureka Main Event. One die E. Die Uhr steht auch, also wir werden jetzt auf Hand for Hand gehen. Pocket 10er at risk, 10er at risk und Könige callen und covern hier. So, jetzt keine 10 und die Nummer ist durch. 10er liefen heute nicht gut. Das ist die Bubble, das könnte die Hand sein, Achtung. There is a jack of clubs. See a river, please. Bube. Hey. Und damit GG. Oh, das war's. Das ist der Bubble Boy leider mit den Zehnern. Alle verbleibenden Spieler sind im Geld und taggen und baggen. Yeah! Come on! Ja, herzlichen Glückwunsch. Bam. Damit hat es Ronaldo geschafft. Herzlichen Bam. Glückwunsch aus der Booth. Und natürlich auch an alle anderen Erstes Spieler. Erstes 1K, erstes Eintüten, erster Mincash für André. Wunderbar. Und wer wissen möchte, wer es noch alles geschafft hat, Ausrufezeichen Live-App in den Chat. Da findet ihr alle Ergebnisse in der PokerStars Live-App und alle, die sozusagen es in den Tag 2 des Eureka Main Events geschafft haben, im Merci. Größten Eureka Main Event. Wir haben wieder einen Rekord aufgestellt und wir sind wieder all in und diesmal ist es Felix. Let's go. Komm, jetzt einmal hier rein in den Lachs. Olli ist auch da. Jetzt kann nichts mehr schief gehen. Komm, bitte. Bitte. Thank you, sir. I shall need it. So, da sehen wir auch nochmal den Stack von Felix. Das ist nicht mehr viel. Es sind knapp,
ich glaube, 15.000, so bummelig 10 Big Blinds gehen da in die Mitte. I think I need some help. So, ich habe die 500er nicht gesehen, deswegen war es ein bisschen mehr als 15 Big Blinds. Aber jetzt müssen es noch 5 Big Blinds sein. Was haben wir denn? Ass, 10, 7. But the King of Diamonds is coming! It's coming! Komm, komm, holt! Komm! Wir doppeln auf. You had the chance. Da habe ich gerade 18.000 Kilometer hin und her gerannt bin für ein Video, damit ihr die Players Lounge findet mit Felix. Alter, das war knapp, Mann. Queen Jack. Wir sind am Flop hinten, aber der König, die Rückkehr des Königs. Ja. The chop, the three-way chop. Three-way chop. We got it in, flopped straight against two pair and two pair and we three-way chopped it. Single Bass und ein Traum. Ja, 15, Entschuldigung für die Amazon, die du gefilmt hast, wie der Typ da reingefahren. Eigentlich meinte der das ja nur gut, ne? Der wollte es halt da hinwerfen, weil es da trocken war. Was? Oder? 20k Rest. Geht's jetzt rein? Good luck. Here we go. Let's go. Snowman! Achter gegen. Take with an 8. Let's meditate. The meditation. Achter gegen. Ass Junge. Okay, it's coming on the river. It's coming on the river. No, yeah, come on. Okay, it's not. It's coming on the river, I think. It's still coming. Shit. GG. Unlucky man. Oh, yeah. What can you do? It's been an absolute pleasure. Thank yeah. You. Likewise. So nice to meet not you. Anymore. Where's my apple juice? Es kann einfach im Moment nicht laufen, ne? That was too crazy. Yeah.